Einfach alles automatisch. Hier bin ich ein bisschen überlegen. Warte, rechte Maustaste. Ach, ich dachte, ich kann das anziehen. Das ist irgendwas. Sein Gehirn wurde durch Pilze und Matsch ersetzt, aber es ist immer noch ungeheuer schwer, das Gesicht dauerhaft zu einem bitteren Ausdruck zu versteinern. Dave ist auch im Spiel? Okay, hallo. Dave, bist du das? Hallo, Dave, ja. Gutti, Gutti, Gutti. Hallo. Na? Wie ist es so, mein Freund? Ich glaube, keiner von euch beiden, Dave oder Voodoo, hat mitbekommen, was ich im Februar vorhabe, oder? Ich hatte das gestern bei Paul mal erzählt. Ich glaube, war keiner von euch da. Das weißt du, glaube ich, nur Keksi. Ein... Nee, 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 nicht das. Nicht ein lebensgefährliches Projekt. Bleiben Sie dran, es geht spannend weiter. Ich habe ja nichts übersehen. Ja, aber wenn die Menschen hier fliehen mussten, wieso haben sie nicht diese scheiß Pflanzen zerstört, so wie ich jetzt? Ein Boss, Pflanzen, fertig. So ist die Erde gestorben. Sowas wollte ich doch noch abbauen, oder? Das habe ich schon alles gemacht, Motorrad fahren. Ich glaube, das wäre alles ungefährlicher, als das, was ich mache. Ich glaube, das wäre alles ungefährlicher. Über Kopf Sachen abbauen ist auch immer wild, hä? Nee. Weil ich hatte ja gestern die Diagnose bekommen, unheilbar, und es ist eigentlich alles vorbei bei mir. Ich kann quasi gehen aus dieser Welt, theoretisch, so ein bisschen übertrieben, ne? Nee, Dave. Gottes Willen. Jetzt, wo dann jeder 60, 40 oder 70, 30 kriegen kann, und ich stehe da mit null Leuten, du willst mich ja noch mehr aufregen. Ich habe heute den CEO sprechen gehört. Okay, passt. Ach, hier auch nochmal. Ja, das wäre eine Idee. Es geht um nichts essen. Im Februar. Entweder nur Wasser oder nur Gemüsebrühe oder nur Tomaten oder gar nichts. Ja, sowas, was die Jungs gemacht haben, habe ich schon gemacht, 6 Wochen. Also, dass die Jungs da. Die haben ja noch getrunken. Die Loser. Bei der No-Food-Challenge. Die haben ja noch getrunken. Hier halt da hoch. Warum geht das nicht? Hier halt da hoch. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Es geht darum, dass... ich halt zu fett geworden bin über die letzten Jahre und es nicht geschafft habe abzunehmen.
Und ich habe schon mal, als ich da, keine Ahnung, jünger war, war der Stoffwechsel sehr, sehr gut und richtig toll. Da habe ich dann in ein paar Zügen easy abgenommen. 6 Wochen, keine Ahnung. Da hatte damals ja auch was Probleme. 6 Wochen, 20, 30 Kilo, kein Plan. Ja, genau. Da habe ich halt dann erstmal 4, 5 Tage nichts gegessen. Bisschen Wasser getrunken. Moment. Dann habe ich danach auch nicht mehr viel gegessen. Immer wieder ein paar Tage nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Dann mal eine Gurke am Tag für 1, 2 Tage, dann mal eine Kiwi am Tag. Alle 2, 3 Tage mal eins gegessen. So, eins. Ich kann mich aber nicht heilen, Alter. Was ist das? Ich habe schon sowas nochmal probiert. Aber es war schon vor einigen Jahren schwer. Und jetzt mit den Tabletten und den Umständen, es kann sein, dass ich öfters umkippe. Ich würde es ja sogar ganz extrem machen. Ich sage, ich mache einen Monat durch im Stream hier. Mit den ganzen Kameras, sodass es überwacht wird von euch. Aber wir sind ja hier nicht auf Twitch und irgendwelchen Bait-Sachen und so. Yo! Mit Low HP kämpfen ist nicht so geil, sage ich euch. Hallo? Oh, 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 hier ist wieder so ein Chef. Oh, muss mal kurz. Ja, ich habe keine HP. Ich kann mich auch nicht heilen gerade. Du, das klingt unglaublich gesund. Das ist scheißegal. Ich bin krank und werde nie wieder gesund. Das ist alles wurscht. Es spielt keine Rolle. Weißt du, was ich meine? Es ist egal, was ich mache. Es ändert in meiner Situation alles nichts. Macht es schlimmer. Ob ich normal esse Dinge mache, es ist egal, was ich mache. Ich bin eh quasi tot. Ja, nee, ich will nur Spots zeigen, die ich auch zeigen möchte. Okay, wie kann ich mich jetzt heilen? Hier, benutzen. Aber Essen ist doch geil. Nee, ja, super, natürlich, klar, aber... wenn mein Körper 20 Kilo weniger wiegen würde, hätte es bestimmt einfacher. Was möchte ich damit sagen? Wie mal mit der Bosswaffe mal hier. Ja, aber da ist doch eigentlich Range besser, oder? Hier so gechillter, oder nicht? Also ich bereite mich davor. Ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich zu streamen. Ich weiß nicht, je nachdem, wann ich das bestimme, Anfang Februar, Mitte oder Ende Februar, habe ich ein Versuchen von Muskelaufbautraining. Ob das gut ist mit ohne Essen, weiß ich nicht, aber ich werde zu solchen gewissen drastischen Mitteln greifen und hoffen, ich meine, als ich viel weniger gewogen habe vor 7 Jahren, hatte ich die gleichen Probleme, aber die sind jetzt ein bisschen schlimmer geworden noch. Also dadurch, dass ich zugenommen habe, weil ich mich nicht bewegen kann. Deswegen hat der Arzt ja so gemeint, ist ja so ein Teufelskreis. Also ich kann mich vom Rücken her nicht bewegen, weil es weh tut. Wenn ich mich mehr bewege, tut es mehr weh. Von den Füßen sticht es und tut... Ich kann mich nicht bewegen, weil es noch mehr weh tut. Also egal, was ich mache, mehr bewegen schadet. Und durch Bewegung kann man den Kreislauf pushen und sich ein bisschen abnehmen. Keine Bewegung und Essen heißt fett werden. Was ich jetzt gemacht habe, jedes Jahr ungefähr 10 Kilo zugenommen. Das sind die letzten 6, 7 Jahre. Und, also 6 Jahre, das wäre 6,5, oder? 2017 bis 24, 7, so wären es dann. Und
das hat das Ganze verschlimmbessert. Ich habe mich davor genauso gefühlt. Also ich hatte so teilweise sogar stärkere Schmerzen. Und der Körper hat sich so ein bisschen gewöhnt an dies, an das, aber ich glaube, wenn der Körper generell ein bisschen weniger wiegt, weil sagen wir mal 20 Kilo, ich würde so mehr wegen sein, tragt man so eine 20 Kilo Kiste oder Ding oder hebt man so ein Fass oder irgendeinen Scheiß. Weißt du? Vielleicht kann ich dadurch auch meinen Körper so ein bisschen entgiften. Das Problem ist halt nur, mit den Medikamenten auf komplett nüchternen Magen Medikamente nehmen, die sehr stark sind und den Magen ficken, wenn man nichts isst. Und das Problem ist noch, was wollte ich gerade noch? Ich hab noch ein paar Probleme gibt es da, was die Gesundheit halt so angeht. Also bin ja da jetzt ziemlich geschwächt. Die Spritzen und alles hat mich jetzt geschwächt. Die ganzen Sachen halten jetzt ein paar Wochen, Monate, die ich bekommen habe jetzt. Und, die Kopfschmerzen. Das Schlimmste sind die Kopfschmerzen. Hungergefühl, Schwindelgefühl, kurz Blackouts. Habe ich jetzt schon. Das ist normal. Und, das ist okay, damit kann ich irgendwie leben. Ist ja nur scheiße, wenn ich mir doof umfalle, aber das passiert schon. Aber das Schlimmste sind die Kopfschmerzen. Ich hatte es damals auch gemacht. Du musst vorstellen, du hast, je nachdem wie lange ich es mache, du hast komplette Migräneanfälle, 24/7, du kannst kein Licht sehen, du hast Kopfschmerzen und Stechen die ganze Zeit. Das habe ich gesehen und gelesen, hängt anscheinend an den Bakterien, die im Darm sind, die verursachen das. Den Survival Martin, den kennt ja jeder. Ich glaube, der hat so ein Experiment gemacht, 30 Tage nur so eine Brühwürfelkur. Der hatte auch diese Kopfschmerzen. Er hat sich halt so einen Einlauf verpasst, so den Darm geputzt mit so einer Spülung. Und das war dann bei ihm weg, aber er musste das Experiment abbrechen, irgendwann zwischen 20 und 30 Tagen, weil er halt umgefallen ist. Weil es nicht mehr ging. Soweit würde ich es ja gar nicht kommen lassen. Ich kann ja jederzeit irgendwie essen, wenn es schlimm ist. Ich dachte mich teils ein bisschen auf. Erstmal den Körper sagen, hey, da kommt was, du Hure. Oder du Arschloch. Nichts essen, 2 Tage nur Wasser trinken. Dann gönne ich mir mal so eine Tomate oder 2, 3. Dann mal wieder 1, 2 Tage wieder nichts und dann wieder so ein bisschen was. Oder halt auch immer wieder jeden 2., 3. Tag oder jeden Tag so eine Brühwürfel-Scheiße da. Dass man überhaupt irgendwas hat an Nährstoffen. Ja, gegen das ist ja das, wo du, Sherry. Nimmst halt was und hast dann Nebenwirkungen, dann musst du wieder was gegen die Nebenwirkungen nehmen, dann nimmst du wieder was gegen die, weil die erzeugen wieder Nebenwirkungen. Und so ungefähr habe ich das vor. Wenn ich ein richtig cooler YouTuber und alles wäre, würde ich jetzt alles protokollieren und Vlog machen, Stream machen, aber ich weiß nicht, ob ich das in dieser Lage schaffe, weil man ist, man ist ultra aggro und aggressiv und gereizt. Immer. Immer. Nichts essen, nichts trinken, Kopfschmerzen, Schwindel, alles, man ist ultra gereizt. Ah ja, 100 passt doch. Hallo Keksi. Bist du im Discord, habe ich gesehen. Jetzt, er hört es da nicht. Also, ich weiß nicht, wie schlimm ich das mache. Wie drastisch. Ich möchte nur das machen, um zu testen. Was ich damals gemacht habe, war halt auch Sport. Ne? Also ich habe erst das so ein bisschen durch... ich habe erst ein bisschen da abgenommen und danach habe ich mir... keine Ahnung, so Men's Fitness gekauft, 200 Übungen mir angeschaut. Auf die ich Bock hatte, waren so 20, 30, die habe ich gemacht und dann war ich Powermaschine. Ja, guten Tag, ja. Guten Tag. Ja. Allein das Spiel ist... Kein Freund, ne? Pyroware 1000-mal schneller. Ist halt kein Spiel so schnell. Wie Pyroware beim Starten. Und das wäre halt meine Revolution gegen den Körper, um irgendwie dagegen anzukommen. Ich plane es halt so krass und passe es halt je nach Feeling an, würde ich mal sagen.
Das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Also das schaffe ich nicht. Langsam geht bei mir nicht. Langsam heißt für mich, ich mach's 10 Minuten langsam, dann bin ich wieder voll da. Es muss drastisch und extrem sein. Ich kenne mich, ich kenne meinen Verstand, meinen Körper, ich kenne mich. Es geht nicht. Es geht nur 1000%ig oder null. Dass ich so ein bisschen geht nicht. Ich mache lieber null. Wie kommt denn dein Spaßverein da? Ja, suchst halt nach Gexle und gibst die berühmten drei Buchstaben ein, wie bei jedem Server. Bei den drei Buchstaben kannst du Amazon machen. ULF. Genau. Deswegen, also ich mache lieber von 1000 auf 0 und kann dann so ein bisschen hochfahren und wieder anpassen, aber von 1000 so langsam runter, das schaffe ich nicht. Habe ich probiert, das schaffe ich nicht. Da habe ich nicht diese Willenskraft mehr. Also das ist ja quasi, also da ist ja sehr, sehr viel im Kopf, was da spielt. Ne? Bisschen. Dann mit einem Gags spielen, der die gleichen Gags zeigt. Ja, genau. Dann könnt ihr schon für eure Zukunft vorbereiten. Ich versuche, so wenig wie möglich mir was anmerken zu lassen, aber ihr werdet zu spüren bekommen, ihr Wichser. Oh. Also ich habe anscheinend schon einen Boss besiegt, was ich gar nicht wusste. Ich wollte einfach hier ein bisschen erkunden und Holz. Miasmaholz brauche ich. Und ich bin nicht weit, Kies, ich habe nichts gemacht. Nur ein bisschen rumgetrillt, wie immer. Alles groß, alles klein. Wie meinst du groß, klein? Alles klein. Warst doch eh schon in der Liste gerade. Aber wieder rausgeflogen. Ja. Yeah. Okay. Also ich habe einen Bewohner gerettet, der so in der Kyro-Kapsel drin war, der da geschlafen hat, habe ich ihn dann beschworen mit einem Zauberstab. Also ich habe ihn quasi mitgenommen und hingestellt, gebaut habe ich ihn. Das ist der Schmied und der kann jetzt schmieden und dann uns Quests auch geben. Ja. Und man kann nach Hause porten. Tut mir weh. Na ja gut, das kann ich in Valheim, Quatsch, in Valheim. Alter, ihr fangt schon an wie Voodoo. Das kann ich in Palworld auch. Ja, aber hier ist egal, wo du bist. Stehst da, sportest, wie ein Ruhestein. Außer du bist im Jasma, da geht's nicht im Nebel. Oh! Oh! Da sind Gegner! Ich finde Zauberstab immer noch am besten. Automatisches Zielerfassungsding und easy. Wieder so ein scheiß Teil hier. Warum ist denn jetzt hier wieder Miasma? Ich würde gerne wissen, wie man im Miasma-Holz rankommt. Hier, da. Zum Fick. Der erste Stich tot. Ach, ich bin hier. Hier ist so ein Speicherpunkt, nicht zu Hause. Gib mir mal ein Passwort zum Copy-Pasten. Meine Tastatur macht kein Case-Sensitive. Das ist alles groß. Ich kümmere hier. Alles groß. Ja. Yeah. Also, keine Ahnung. Warte mal. Ich muss mal. Kann ich hier? Erst. Hier ist klein. Fuck. Ingame? Ich kann ja hier aufs Auge klicken, ne, zum sichtbar machen. Ist groß geschrieben. Alles Caps. Ja, hab ich gerade. Tja, wild. Copy-Paste geht. Okay, dann fängst du ja schon mal gut an. Ich hab wieder angemacht. Ja, Lord, ist hier kein Schwein. Wieso kann ich das nicht skippen? Oh Gott, es lädt. Während des Ladens werde ich zu Lore gezwungen. Ich lauf mit so low HP rum die ganze Zeit. Ich hatte am Anfang schön Fleisch, schön
verbände alles, glaube ich, nur noch mit Lower Up hier rum. Ich habe sogar Buff-Hut, also du kannst drei Buffs haben. Total geil, so wie wir, ich habe drei verschiedene Buffs jetzt. Normalerweise. Aber jetzt irgendwie hat das nicht mehr so geklappt. Ich habe einen Buff, kriege ich noch. Den kriege ich auch und den kriege ich auch. Kann der beste einstellen für ein gescheites Cinematic, oder? Ah. Der beste ist immer noch Wolfsfleisch gewesen. Dachte schon, muss jetzt für immer Lippen lesen. Naja, hat ja, nur Props mit dem Lippenleser-Stream. Ja. Er musste halt joinen, als Problem beim Joining gehabt, deswegen. Okay, cool. Jetzt bin ich hier in irgendeinem Keller. Bin ich hier Illidan, der im Knast aufwacht. Ja, ja. Warte. Pau? Kann ich mir nichts bauen, oder hier? Gerade so eine Spitzhacke? Das, also Inventarmanagement ist anspruchsvoll, sage ich dir. Das ist schwieriger als No One Survived hier. Drücke I, um deine Karte zu öffnen. Ich drücke I, das Inventar geht auf. Ich weiß. Ich habe schon viel umgestellt. Nee, weißt du warum? Ja. Das ist das letzte benutzte. Ist I. Also wenn du jetzt hast hier oben die Option, das letzte benutzte ist I. Natürlich ist M die Karte. Aber das letzte benutzte ist immer I. Ich habe das auf Tab gestellt, habe es dann wieder zurückgestellt, weil ich das Inventar extra auf Tab gestellt habe. Das letzte benutzte ist halt I. Und das soll was heißen. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, wo kann ich jetzt bauen? Wann kann ich was bauen? Kann ich schon was bauen? Du läufst jetzt da rum, dann schickt er dich eigentlich zu mir, weil wir sollten die gleiche Quest haben. Die Quest brauche ich auch noch. Wild. Du kriegst Quests, ja, ja. Ich chill in der Höhle mit einer Fackel. Kriegst Quests und da steht. Oh, ich sehe sogar auf der Map. Lol, ich sehe dich auf der Map, du bist grün. Alter, ich sehe dich ganz Zeit auf der Map. Kleines grünes Männchen, du. Das hatten wir in Palheim auch. Hast du auch gesagt, da bin ich grün, ob ich mir gelb. Ja, aber da war es nicht auf der Map, auf dem Kompass oben. Sorry, so. Am Kompass sehe ich dich einfach. Wollte eigentlich nach Hause, ich habe ja nicht genug Loot. Leertaste looten. Was ist denn das? Mit dem Leertaste auch herstellen. War kaputt, oder? Aber instant herstellen. Ja, also so wie es intuitiv drüben war, ist es ein bisschen, ist es alles anders hier. Hast du schon mein Haus gesehen, Dave, was ich gemacht habe? Meine schöne Steinbude. Wenn du es von der Weite siehst, dann ist es so, als ob das schon immer da stand. So eine Ruine, schon seit 1000 Jahren. Total geil. Ich habe mich angepasst. Schau mal, der leuchtet, der Baum. Ich brauche Miasmaholz. Miasmaholz kann ich einen Greifhaken bauen und den Gleiter. Und der Gleiter wird hier meine ersten zwei Tote fallen runterfallen im Berg. Ja, ich hab mir erstmal Holz. Oh mein Gott, Geister, Magie, Stopper, ich kann alles machen. Spiel durchgeschafft. Danke, dass du da warst, Keksi. Kapi. Mir erstmal Block bei Werkbank. Geil. Oha, endlich. Gleiter, so ein Greifhaken. Oh. Nein! Bin schon geflasht, weil ich hier keine akkuraten Anweisungen vom Spieler halte. Oh mein Gott. Ich laufe mit HP von 20 die ganze Zeit rum. Ich muss mich nach Hause porten. Ich muss mich nach Hause porten und mein Gear reparieren. Also, und mein Ding holen. Also, Fleisch. Wenn ich Fleisch esse vom Wolf, habe ich ganz lange Lebensleiste. Ja, du musst halt hier aufpassen wegen Ausdauer. Ich glaube, da kam noch einer hinter mir, oder? Aber die Sache, warum ich da bin, habe ich schon eigentlich. Also jetzt nicht mehr, weil ich tot war, aber ich habe es eigentlich schon. Meine Waffe ist eine coole Fackel, das war's.
5 und 6. Meine gute Fackel ist kaputt gegangen. Natürlich Faustkämpfer. Jetzt steigt das Leben da zumindest. Also du kannst Bogenschütze werden, Magier werden oder Nahkämpfer. So, hey, wenn du dir die Dinger durchliest, diese Spells sind ultra. Ich will die alle testen. Aber es gibt zumindest eine Sache, dass du alles nehmen kannst. Ist immer Leertaste Single nehmen, F ist alles nehmen. Und wenn du eine Kiste hast, kannst du alles wegtun oder nur Stapel aufbauen. Also stapeln. Das ist schon zumindest mal gut. Ich hab belogen, schon was von Holz oder Axt. Ich hab kein Holz oder Axt. Das Leben ist eine Lüge. Scheiße, Mann. Ja, halbes Elden Ring hier gerade. Das ist gerade echt halbes Elden Ring hier. Ohne Ausdauer. Ich habe doch vorhin ganz viele getötet ohne Probleme. Was ist das hier überhaupt? So, performance-technisch finde ich es ein bisschen schwierig. Also ich habe zumindest Probleme schon. Wieso du das siehst, aber bei dir sind ja die viele Sachen ausgestellt. Ja, ich muss das halt runterdrehen, das sieht aus wie Valheim, ne? Ja, wo das Lieblingsspiel, kann ja nicht schlecht sein. Achso, warte, ich muss die Buffs wieder nehmen. Das? Hier? Und da? Okay. Muss das Leben halt nur noch hochgehen irgendwie. Also nochmal. Eigentlich einfach das Holz mitnehmen nach Hause und alles basteln. Mit Gleiter, mit allem. Aber ich will die Wichser hier. Also ich kann sie anvisieren. Ich weiß doch nicht, wo sie sind. Wo waren die denn? Ach, hier, da. Hier. Ist da hinter mir noch einer? Also ich kann sie wie ein Elden Ring anvisieren. Aber ich mag das Anvisieren nicht so sehr. Wirklich Elden Ring hier. The fuck? Neue Quest, die warten. Ja, sollen sie warten? Bin ein Weg, die warten zu betreten. Ja, 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 ja. Der Server war es nicht ganz so einfach. Es gab wieder Guides, wo das drin stand, was es nicht gibt. Habe aber eins gefunden. Server habe ich geladen, habe ich gestartet, hat es überall gestartet. Ich war nicht zu finden. Dann ein Guide gefunden, der ganz viele Befehle hat. Den habe ich dann beim Start reinkopiert, habe noch geändert. Und seitdem geht's halt. Aber hat gepasst. Salzquelle, neue Orte hinzugefügt. Da, Gegner. Kann man anvisieren. Sieh halt an. Ach du nicht. Oh, 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 oh. Noch einer. Was zum Fick? Und warum? Der Anfang, der war so easy, ne? Alles okay, ich habe jedes Mal Bandagen gehabt, jetzt habe ich nichts. Und ich kann mir auch keine Bandagen machen, warum auch immer. V. Garn. Garn, Pflanzenfasern. Finde ich hier Pflanzenfasern? Hier in einem Scheißgebiet? Ich muss eh wieder weg hier. Der Anfang war so geil. Ich habe alles gelootet, alles gesammelt, was es gibt.
Ich hatte schon irgendwelche Sachen von Garn, von Pflanzenfaser, von allem Heildinger, ganz viel. Gestorben, berguntergefallen. Das ganze zweimal, seitdem habe ich nichts mehr. Hab's nie wieder gefunden seitdem. Und jetzt muss ich hier aus diesem scheiß Gebiet raus. Es ist halt Nebel, der hat die Welt eingehüllt. Und du kannst nur gewisse Zeit im Nebel bleiben, sonst bist du tot. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das nicht rausschaffe. Aber ich schätze tot. Und diese Zeit kannst du erhöhen, indem du Sachen upgradest mit der Basis und so. Und dein Char fühlt sich wohl und kann auch länger nebenbleiben, wenn deine Basis so Komfort halt hat. Tisch habe ich gebaut. Und so. Ah, Pflanzenphase, schau mal an. Also allein der Vergleich im Spielstart, ja? Ja. Alter Verwalter. Ja, schwierig, wa? Da würde ich Panheim nochmal kaufen, ne? Großes Lieblingsspiel. Du bist gefallen, okay. Hi. Was passiert? Ja, alles, alle leben und so. Der Loot ist hier. Hallo. Cool. Nicht, dass ich was dabei hätte, aber. Chatten hier mit. Tag. Hi. Bleib mal stehen, ob ich dich hauen kann. Was ist denn das jetzt hier? Hopp! Es geht irgendwie nicht. Ich glaube, ich kann nicht. Ne, geht nicht. Kann ich nicht anvisieren. Okay, das ist automatisch Koop. Geil. Okay, ich kann automatisch einen Koop beschwören, der bei dir schon in der Bude steht. Wie weit bist du mit dem Quest? Alter, was für eine Quest? Finde einen Weg, die Warte zu betreten. Du hast meinen Spielstand? Hast du jetzt die ganze. Oha! Du hast mein Ding Auto. Okay, krass. Dann hast du ja alles geskippt. Ja, eben deswegen, also keine Ahnung, Mann. Ich bin hier reingekommen und dann heißt es, finde einen Weg, die Warte zu betreten. Okay. Ich bin da hinten hin, hab das ganze Geding, dann bin ich hoch in so einen Turm. Okay. Wenn wir schlafen, geht die Nacht 60 mal schneller, aber ich habe noch nichts zum Schlafen. Ich will mal anmerken. Ich bin hierher gekommen und das war's. Das war mein Erlebnis in diesem. Jetzt hast du meinen Progress. Okay. Ja, ist okay. Ja nett. So schön. Ich habe keine Fackel oder sowas. Also hier sind drei Kisten. Die vierte ist eine größere, eben neu. Und dann kannst du dir auch Sachen nehmen, wenn du willst. Diesen Hirtenstab, den kannst du nicht benutzen, weil du hast keine Spells. Eine Sachen kannst du nehmen. Bogen, alles. Brauche ich alles nicht. Fühle ich. Das ist aber krass. Schade. Schade, weil ist das Spiel so ein bisschen, zeigt das halt so ein bisschen. Aber macht ja nichts. Okay, cool. Macht ja nichts. 4 von 24. Ich tu mal die Sache so nicht. Mit Shift und linke Maus, das tust du so direkt rein. Kann ich jetzt so einen Gleiter herstellen oder so? Ah, cool, da haben wir den gleichen Stand. Das ist doch geil. Das ist dann synchronisiert. Gleiter, Garn brauche ich 2, Greifhaken brauche ich auch 2. Ich kann beides herstellen, oder was? Ich habe nur 8 Miasmen Holz, ich kann nur 1 herstellen, so eine Scheiße. Garn brauche ich. Kann ich machen durch Dings da. Ist noch ein bisschen dunkel drin, ich habe auch keine Fackel mehr. Da ist ja nichts drin, oder? Doch, Fackel. Noch Fleisch? Nee, ich muss gleich noch Fleisch grillen. Wachs, Holzpfeile. Hier ist leer. Harz, Äste. Was habe ich gesagt? Was brauche ich für das Ding? Mal nachschauen wieder. Pflanzenfasern. Habe ich da keine mehr. Und du kannst auch die Kiste. Inventar sortieren. Ach, geht's auch mit T.
Du kannst die Kiste sortieren mit G. Alles nehmen, F, Shift F, nach Stapel auffüllen. Und nach Stapel ablegen. Ablegen ist ablegen. Shift R. Ah. Okay, okay. Okay, verstehe, verstehe. Alles nehmen. Shift nach Stapel T. Mit sortieren. G sortieren. Passt. Garn. Da brauche ich einfach, wieder vergessen. Pflanzenfasern. Ich glaube, ich habe keinen. Ich gehe mal pflanzen. Und ich hätte mal die Pflanzenfasern. Kriege ich Pflanzen? Oh. Scheiße. Gegner. Ich habe auch kein Ding jetzt hier. Kein Leben habe ich gerade. Oh, da kommen welche. Kommen die? Ich habe kein Mute. Warum? Da steht okay. Warum der Typ? Mein Leben ist ja wieder so low. Ist halt auch eine Kacke. E-Schadensbonus, okay. Wir brauchen irgendwelches Ding da. Pflanzenfasern. Drei Gegner hier, okay. Das sind wir Level 1, wenn das geht. Leveln dauert hier irgendwie voll lange. Jetzt hab ich halt drei. Kriegst du auch Punkte, wenn ich haue hier? Ja, Gegner getötet, glaube ich, 26. Cool. Dann kann ich Tester N. Ne, was ist das? H ist das Ding. Jetzt kann ich. Boah, ich kann Doppelsprung lernen, Alter. Ich habe Doppelsprung. Doppelsprung, Gleiter. Und dann Gleiter 30% weniger Ausdauer. Verbrauch fühle ich. Oha, schau mal, ich bin ein Ding in einem Waldelf. Guck mal. Hier, zack. Ui. Wolf, wir brauchen deswegen ein Fleisch, oder ist ja Wolf? Na. So easy ist das hier. Knochen. Pflanzenfasern hier, oder? Ja, easy. Jetzt geht's ja wieder. Ganz viele von denen hatte ich ja vorher. Ich dachte vorher, ich habe zu viele von denen, warum habe ich jetzt keine? Wolf voll aus. Zack, weg ist er. Knochen. Geile Sache. Mein Stab leuchtet ja voll krass. Siehst du? Achso, hast du Dave jetzt das Haus gesehen? Kannst du vielleicht nachher noch am Tag zeigen, weil es da wie so eine Ruine ist. Wie sieht das aus? Als ob das schon immer im Spiel stand. Einfach so, ob es dazugehört. Naja, ich dachte, irgendwas kommt so. Stab Main, oder? Schön, dass unsere Stäbe leuchten. Im Miasma. Gegner? Oh, dein Leben. Weil du so low bist? Ja, der Wolf kam halt gerade an und dran gefressen. Garn herstellen und jetzt kann ich Bandage 2 herstellen. Warte, ich gebe dir auch eine. Tab. Wie teilt man das auf? Mit Shift oder was? Aufteilen. Aha, ich will einfach nur, dass mein Inventar aufgeht, Stapel, wenn ich meinen scheiß I drücke. Ja, da musst du einstellen. Ich habe auf Tab gestellt im Inventar. Wie kann ich dir was geben? Ich kann nur sortieren, löschen, entfernen. Rechte Maustaste, schenken. Ach so. Alles. Hier, nimm. Komplizierter ging es ja wieder nicht. Oh, danke. Ja, aber so gibt man es halt direkt. Ohne. Ich glaube, das geht sogar auf Range, oder? Warte mal, ich gehe weiter weg, weil das war gerade irgendwie an 1000 andere, könnte ich es auch verschenken, falls sie online wären. Hm? Rechte Maustaste. Schenken. Zu weit weg. Ja, okay.
Schade. Versuch es wert. Jetzt, warte. Wo bist du? Komm mal her. Danke, so ein Buch und lest so gern viel Lore und so. Oh Gott, ich hab vorhin gelesen. Stopp mal kurz. Rechte Maustaste, schenken, Hälfte. Hast du eins bekommen? Ja, verdammt. Okay, warte, das ist ein Buff. Echte Maustaste, schenken, alles, egal, ich habe nichts mehr. Die Maustaste, schenken, Hälfte, hier. Das sind drei Buffs, die du nehmen kannst. Oder du kannst anstelle auch hier... Zwei von drei hast du leiste geschafft. Schenken, Hälfte. Du kannst die Leiste hier unten ja wechseln mit Alt. Du hast zwei Leisten. Ja. Und wenn du die nimmst, du kannst dann permanent drei Buffs haben. Der eine ist halt mehr Leben. Fleisch ist halt gigantisch, hast du doppelte Lebensleiste. Das Wasser ist, finde ich, halt noch besser. Also Fleisch und Wasser, Kondition und Ausdauerregeneration. Und je nachdem, wie du spielst, hast du bei dem anderen hast du mehr Int bei dem Pilz. Int. Ich habe Pilz oder Beere. Weiß nicht, was die Beere nochmal ist. Also auf jeden Fall ist Pilz für mehr Int, für Magie. Aber Fleisch und Wasser ist geil. Mehr Ausdauer, beides. Und Ausdauerregeneration auch. Und Fleisch ist 20 Minuten nur mehr Ausdauer. Also nur mehr Leben. Wenn du das Fleisch isst, siehst du oben, dass der Balken größer ist. Ja, mein Balken ist sofort gewachsen, als ich den Fleisch gegessen habe. Geil, oder? Also Fleisch ist das wahre Essen. Muss diese Fleischeslust sein. Ja, ja. Und das... Es sind da drei Buffs irgendwie. Schieß Bienenstöcke von Bäumen herab, um Honig und Wachs zu sammeln. Sei vorsichtig, die Bienenstöcke sind normalerweise durch ihren Schwarm geschützt. Ja, YOLO. Also einerseits finde ich das ja ganz cool, dass wir da instant auf unserem Queststand sind. Ja. Aber andererseits wild. Andererseits ist es nicht so schlimm, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe eine Quest gemacht. Also die Startquest. Ja, aber imagine, du spielst sie jetzt drei Wochen. Da kommen wir dazu und ist auf unserem Questland. Das ist geil, oder? Also eigentlich voll doof, aber irgendwie cool. Habe ich auch noch in keinem Spiel gehabt. Seh nix. Achso, ich müsste mal wieder eine Fackel machen oder so. Wie mache ich denn das? Hier. Und Craft ist einfach instant. Es gibt keine Wartezeit beim Craften. Zumindest nicht, was du in der Hand craftest. Nachher im Schmelzen und so schon. Ist auch schon so ein bisschen wie Elden Ring, ne? Du musst blocken. Und wenn du im richtigen Zeit blockst, ist er betäubt. Das habe ich aus Versehen geschafft. Und dann kann... wenn er blockt oder so, kannst du ihn aus der Haltung schlagen, wenn du richtig triffst. Ist auch betäubt. Irgendwie machst du da mehr Schaden. Ist halt so ein bisschen Elden Ring-Ding ist auch dabei. Schon cool. Ist halt, man kann hier beim Spiel nicht vergleichen. Ist halt einfach was ganz anderes hier. Es ist halt, das hat null mit dem anderen zu tun. Deswegen ist es eigentlich auch okay. Du bist in die Starter-Ding rein. Cool. Komm mal hier rein. Komm, da war ein Lachen mit rein. Ja. Diese Viecher, die explodieren, diese Teile. Hast du eigentlich schon ein Schwert oder so? Oder willst du... Ja, hast du einen Zauberstab? Hast du einen Zauberstab? Nicht? Nee. Vorsicht, du kriegst Schaden bei denen, warte. Rechte Maustaste, schenken, alles. Hier. Und kannst du schießen wie ich. Finde ich halt geil. Also Nahkampf natürlich super, aber das mit dem Tiu-Tiu-Tiu und Zielsuchraketen trifft halt immer. Trifft immer. Also ich will nicht sagen, dass es hier stockfinster ist, ne? Aber. Geht. Ich hab ja Licht. Ich hab ja Licht hier. Da geht's nach unten. Okay, gibt's ja nicht. Fackel bauen, Crafting-Menü ist, glaube ich, V. Brauchst du Fasern? Oh, okay, cool. Ist sie wieder da oder ist sie leer? Oha, geil, Mann. Das ist gut. Ich hatte am Anfang einen aus Versehen gedrückt und dann hatte ich dann nachher keinen mehr.
genau, du siehst hier oben diese Leiste Miasma und nur so lange kannst du hier bleiben. Ist das full of Koop? Hat das vielleicht sogar nicht so ein bisschen wie bei Cone? Ist das da nicht ähnlich? Schau mal, meine Bude hier, Dave. Er sollte sich schon immer da gestanden werden. So, hier. Da ist die normale Bude von denen. Ist kaputt alles? Und da ist meine. So. Kein Unterschied. Und das habe ich ja jetzt schnell gebaut in der ersten Stunde des Spiels, so, ne? Mit Farm, mit allem und so. So, ich wollte noch. Diese Miasma-Bäume. Egal, stelle ich mir ein paar Sachen her. Ich habe jetzt, was ich wollte, erstmal das. Naja, aus Stein gemacht, Stein gesammelt, Stein. Du kannst das alles sehr, sehr cool machen, aber ich bin nicht der große Bauer, deswegen habe ich es einfach so gemacht. So. So. Und immer wenn du an die Werkbank gehst hier draußen, werden deine Gegenstände automatisch alle repariert. Und ich glaube, du zahlst auch nichts. Was ein bisschen verrückt ist, wenn du E drückst, greifst du auf das Objekt zu, wenn du E gedrückt hältst, tust du es aufnehmen. Also nicht so lang drücken. Und du kannst beim Herstellen, was man halt, wenn man es halt nicht so sieht, kannst du beim Herstellen mit den Pfeiltasten, kannst du durchswitchen. Verschiedene Sachen so bauen. Mhm. Garn, Tierfell. Bei noch mehr. Tierfell. Doch, Tierfell. Habe ich da keins mehr? Hier, Tierfell. Habe ich 13. Äste. Ist leer. Müssen wir die anderen abreißen und die großen bauen. Ich hatte dir Bären gegeben. Hatte ich dann keine mehr? Dann nehme ich mir die jetzt hin. Grillen ist cool. Hockst dich hin und tust jedes Ding einzeln grillen. Hältst ins Feuer, wartest kurz und grillst es. Das ist so ein bisschen DayZ-like irgendwie. Was auch geht. Fleisch habe ich in der Leiste. Was ist das? Ah ja, plus 30% Schadensmultiplikator, aber minus eine Minute Miasma. Okay, 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 okay. Ich brauche jetzt keinen Holzblock hier. Tun wir wieder zurück, Shift. Ich tue mir erst jetzt mich so ein bisschen einleben im Spiel. Weil irgendwie ist automatisch, wenn jemand da ist, ist so eine Art Buff. Man fühlt sich wohler. Und checkt dann noch mehr. Ich muss sagen, ich fühle das Tier gerade noch nicht so. Ja, Tierfell. Ja, habe ich auch nicht. So, war sehr, 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 sehr seltsam. Erst jetzt, wie langsam bin ich schon dabei? Oha, schon 5 Stunden, aber ich spiele erst seit 4? Ey, so viel schon? Bin halt nur im Kreis gelaufen, nicht viel gemacht. Erst jetzt komme ich zurecht. So langsam. Ich glaube, dass die Engine sehr schwer zum Rendern ist und das überall sehr verpixelt ist, wenn man rumläuft. Und ich habe meine Aufnahmequalität von, ich hatte ja am Anfang 35k, dann hatte ich da 25k, jetzt habe ich es auf 20.000 runter, weil zu viel Speicher. Ich wollte es nur bei Racing ein bisschen höher machen, aber das ist jetzt, ich kann das nicht mehr. Ich bin zu viel, sehr viel Aufwand und das habe ich gar keinen Platz mehr überhaupt. Ja, bei Racing muss immer auf die Regen rennen. Genau, Regen sieht man, wenn du mehr Bitrate hast. Und wenn man Arzt recht hat, kann ich nie wieder Racing machen. Weil da tue ich immer den Rücken, genau den Punkt da bestimmen. Ja, du musst genau das machen, was du nicht sollst. Ja, da tue ich genau da. Doppelspringen, genau da sitzen. Da sitzt du sitzt halt genau auf dem, wo es weh tut, auf dem Punkt. Jetzt Pflanzenfasern brauche ich. Pflanzenfasern brauche ich und dann. Ja, tagsüber schaut das schon geil aus. Hier gibt es auch Trainingsdummies, falls du üben willst.
Und ich hänge bei meinen Nebelkumpels ab. Das ist gut. Stamina regt mich schon maximal auf. Du hast sogar doppelte Stamina-Leiste, ne? Du musst schauen, das sind zweimal der Kreis. Macht nichts raus, das kleine X sagt mir, fick dich die ganze Zeit. Reicht trotzdem nicht, aber das kannst du noch einstellen. Ich schätze mal auch mit Buffwood. Welches? Achso, ich habe gar keins mehr drin. Also auch Skillen und so, dass alles weniger braucht. Anfang ist schon doof. Aber es ist wie Elden Ring, wenn du getroffen wirst und blockst, hast du Schild eigentlich? Dann geht die Stamina auch runter. Das habe ich mir fast gedacht. So, was, die Tab-Liste? Ich habe Mais auf einmal, habe ich gesehen. Was ist das? Gibt es das mir auch? Plus 1 Stärke. Fleisch. Beeren. Das will ich eigentlich haben, weil ich tue halt hauptsächlich. Hauptsächlich Magie halt. Da. Und noch das. Aber mein Leben ist nicht so hoch wie vorher. Blutlingsbiene in der Hand. Überreste der Schädlinge, die unter dem Miasma hausen. Okay. Also der Doppelsprung. Alter, habe ich jetzt gepeilt, dass ich ihn habe? Voll vergessen. Yo, über die Ruinen drüber springen einfach. Einfach der Boss. Okay, jetzt bin ich beweglich. Und das Krasse ist, wenn du mit der Spitzhacke abbaust und auf den Stein und du schlägst, musst du die Taste drücken, steckst immer einmal zu viel und tust schon in den Boden schlagen. Und hast dann immer Erde da. Aber Erde brauchst du auch, aber du kannst halt in den Boden reinbauen. Halt Foxen halt, krass, Mann. Das ist halt das Hammer. Ich hätte Spiel eigentlich gar nicht mehr starten dürfen, ne? Und wieder 7 paar Zucker drauf. Ich würde richtig kotzen, ne? Sieht kein Bock mehr drauf. Probiga. Aber du hast ja gut Progress gemacht, sage ich jetzt eigentlich im Spiel. Du bist eingeloggt und hast Progress gemacht. Ja. Ja, es ist ja noch früh. Ja, das ist interessant, ne? Ich musste jetzt die letzten 2-3 Monate oder noch länger immer wieder jeden. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Manchmal auch halt Mittwoch nicht. Musste ich halt immer wieder Behandlungen und Spritzen und Dings, dies, das und das war schon krass. Ich bin inzwischen einfach so tiltet von Terminen, die dann von den anderen nicht eingehalten werden. Ne? Also, keine Ahnung, wenn ich einen Termin habe um 11.30 Uhr. Ja. Ach cool, jetzt kann ich einfach Wasser schöpfen. Es gibt auch gleich Beutel aus dem Boden. Auch gut. Wenn ich einen Termin habe um 11.30 Uhr und wenn dann um kurz nach 1 Uhr noch im Wartezimmer, ne? Ui. Ja, das ist schwierig da. Fühlt sich irgendwie nicht so an, ne? Garn brauche ich jetzt nur noch. Ein Garn, dann habe ich das. Fachärzte kannst du froh sein, dass ich überhaupt herstellen. Hab's. Noch ein Erfolg. Oh, die Erfolge hier. A? Nee. Charakter ist was? V? C? Nee, was ist Charakter? I? Hab? Nein. N? Okay. Ah, du klickst bei einem Charakter auf den Slot und dann zeigt er dir, was du ausrüsten kannst. Ausgerüstet Fernkampfwaffe. Okay, das ist ja geil. Ich habe auch schon einen Ring hier. Also das Geile ist, das Spiel ist schon heftig mit Tempo. Du kriegst einen Gleiter, du kannst Doppelsprung, du hast einen Greifhaken, also du kannst dann irgendwann Assassin's Creed spielen. Das sind wir ganz ehrlich, wenn ich Assassin's Creed spielen möchte, spiele ich Assassin's Creed. Aber hier hast du die Möglichkeit, die Bewegungsfreiheit von Assassin's Creed zu genießen und noch die Kampfdinger von Elden Ring und noch die Vorteile von des Bounds von Voxel Engine und so, weißt du?
Ah, ja. Ja, was muss ich jetzt hier, um das zu machen? Greifhaken. Erstmal Sporen und Garn. 7 Garn. Boah, okay. Doch Pflanzenfasern, ey. Einfach Pflanzenfasern. Erstmal Sporen muss ich doch hier haben irgendwo. Kann ich nicht einfach alles wegtun? Ja. Passt. Ich habe die Sachen eh hier unten nicht brauche. Hier sind mir erstmal Sporen. Nee, das kannst du nicht. Das ist